Willkommen zurück zum FM17 mit mir, euren Krauer und den Cottbusern, Freunde. Was geht ab? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben noch jemanden verpflichtet. Kurz vor Schluss sage ich einfach mal, Tim Skarke, habe ich erstmal ein neues Bild erstellt. Wenn ihr es haben wollt, in die Kommentare. Ich werde es dann anheften. Oder ihr schaut mal bei FM Arena oder FM Zocker vorbei. Ich werde das dann, denke ich mal, zu dieser Zeit, wo das Video kommt, auch hochladen an diesem Tag. Ja, gut. Haben wir ihn geholt. Wir haben uns von Nattermann getrennt. Wir haben German noch verliehen. Insgesamt 3 Mann. Und hier unser, wie heißt er hier? Jeschke ist noch auf dem Transfermarkt. Der hat ja um eine Leihe gebeten. Das hatten wir ja ein paar Parts davor schon gehabt. Jetzt schauen wir uns erstmal im Blickfeld an. 3 Namen sind gefallen. Gucken wir mal. Erstens war ein Abwehrspieler. Gucken wir mal hier. Udokai. Udokai, der soll genauso gut sein, ungefähr. Vielleicht. Wie Kera. Den sollten wir uns vielleicht für die nächste Saison mal reinziehen. Ich scoute den schon derweil. Natürlich kann man das machen. Gerne. Gucken wir uns auf jeden Fall an. Dann gehen wir ins Mittelfeld. Wurde auch jemand genannt. Müsste Mittelfeld sein. Normalerweise. Ja, auch hier nach Verein gehen. Warte mal, wir nehmen einfach mal alles hier, komm. Ich glaube, ich rechts außen. Da, Boubacar Berry. Kein schlechter, ist ein junger Mann. 135.000 Gehalt. Keine geeignete Position in meinem Spielsystem. Er spielt rechts außen. Und rechtes Mittelfeld, alles klar. Bei mir ist also nichts, sagt er. Ausleihen kann man den auch nicht, okay? Gut. Und der dritte im Bunde war gewesen von RB Leipzig. Khedira, der Bruder von Sami Khedira. Rani Khedira, glaube ich, heißt er. Da haben wir ihn auch schon. Rani Khedira. 600.000 verdient er, immerhin das richtige Luxus da. 65. Im Moment für uns absolut kein Thema, und das ist ja auch wohl verständlich, ne? Mein Gott. Noch ein paar Leute hier dann wieder rauslöschen. Hier haben wir noch ein paar Scout-Berichte, wo wir durchgehen können. Was werde ich jetzt nicht machen? Jetzt werde ich erstmal schauen. Nochmal erste Mannschaft. Das ist der Kader, wie wir ins nächste Spiel reingehen. Ich werde da nicht viel verändern. Denke ich mal, ich werde gleich Chibora mal von Anfang bringen. Gegen wen spielen wir denn da? 468er Stecker. Ach, egal. Hauptsache, die Jungs kommen da ein bisschen wieder raus. Das nächste Spiel ist ja dann am 5.2. gegen Berlin. Aber wir werden trotzdem noch mal schauen hier. 121.000, können wir noch was verschieben. Ich würde sagen, wir haben ja, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich möchte da halt nichts mehr machen, aber ich denke mal, dass wir uns nach ablösefreien Spielern Ausschau halten müssen. Dass wir hier noch mal rangehen ans Sonstige und das noch mal aufs Gehalt ballern. Sind wir bei 141.000 und dann gehen wir da noch mal rein, kann man ja noch mal. Dann ballern wir das auch noch da drauf. Jetzt dürfen wir hier 210.000 noch verteilen. Da könnten wir mal hier noch reingehen. Dass wir hier noch mal 40 drauf steuern. Und den Rest hier noch ein bisschen. Machen wir das doch so, oder? Komm. So. Dann haben wir da wieder ein bisschen Spielraum. Gucken nochmal in die Verträge rein. Tim Skarke ist ja verliehen bis zum Saisonende. So, das sind so die Verträge, die wahrscheinlich noch verlängert werden müssen. So, wir haben Chris Müller für die nächste Saison. Also wir können ja mal schauen. Kurz so eine kleine Kaderplanung hier machen. So. Man auch, irgendwo kann man doch auch gucken. Nächste Saison, oder? Spielerkader. Das war, glaube ich, hier, ne? Verträge. Verträge. Nächste Saison. Kann man aber noch nicht so sagen, ne? Gehen wir nochmal in die Kaderplanung. Ah, das mache ich noch nicht. Das mache ich erst kurz vorher. Jetzt noch nicht. So, und dann
machen wir das mal so, dass wir hier auf Spielersuche gehen. Suchkriterien. Wir gucken mal trotzdem weniger als ein Jahr. Realistisch. Die zweite Mannschaft so ab Stärke 58, würde ich sagen. Und wir machen das mal so, dass wir auf Sechser suchen erstmal. So, hier haben wir ja Jungs, die ablösefrei sind. Weigel, Klingbeil, Fromlowitz, Safayelen. Safayelen, wenn er weniger verdienen würde, würde ich den noch mitnehmen. Hier kommen wir mal nach Talent. Corbinian Linden haben wir hier noch von Rosenheim. Verdient 42.000, das ist auch wieder ein Stürmer, nee. Innenverteidiger Nico Herzig. Klingbeil, das werden so ein paar ältere Herren wieder. Deswegen, das wollte ich auch mal ein bisschen runterstellen. Hier. Machen wir mal auf 29 die Geschichte. Und dann können wir dann auch sehen, was für uns im Moment so interessant ist. Nach Alter. Andrei Startsev. Ist auch ein Rechtsverteidiger. Sechser Talent. Verdient auch 42.000. Müssten wir auch scouten. Subasic haben wir hier noch vom Wacker Burghausen. Wir haben noch einen Linksverteidiger. Timo Furuholm. Stürmer müssen nicht unbedingt sein. Marino Müller. Okay. Gucken wir mal nochmal hier hin. Was haben wir denn hier drin? Für 2017. Da haben wir doch auch jede Menge im Blickfeld. So. Rehberg, Aydogan, Erb, Alessandrini. Also es sind jede Menge Leute hier. Wenn man die alle mal hätte schon scouten, gescoutet, da müsste man mehr, ne? Da sind schon einige bei, wo man einfach mal sagen will, okay, die ist sogar ein Ach, das ist der Transfer. Warte mal. Der Lukas Schnellbacher ist sogar mit da drin. Wir mal hier rausschmeißen, den werde ich mir auch nicht nochmal holen. Den haben wir bei Union Berlin gehabt und nirgendwo anders. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel rein gegen Stadalendorf oder so. Ja. Wieder in die Sofortberechnung, gebt euer Bestes, ganz einfach. Ach ne, vorhin hatten wir, davor hatten wir Videotext gehabt, ne? Oh, hier liegen wir schon 1-0 zurück. Können unsere jungen Wilden das vielleicht, nein, 2-0 noch ausgleichen, wollte ich gerade sagen. Anschlusstreffer ist schon mal da. Lukas Müller mit Note 5, Chris Müller mit Note 6. Ich will die Jungs nicht kritisieren. Soll der Assistent da was machen? Vielleicht kommen wir noch zum Ausgleich. Ansonsten gucken wir doch mal hier rein. Wo sind wir denn? Bei welcher 75. Ja, da sollte man auch nicht mehr wechseln. 2-2 Putze, sehr schön. Wir verlieren 3-2 am Ende noch. Okay, alles klar. Naja, Hauptsache die Jungs haben wieder ein bisschen Praxis bekommen. Wir haben ja auch auswärts gespielt. Das heißt, unserem Stadion passiert da nichts. Wir kriegen keine Einnahmen, nichts. Aber hätte ich jetzt die beste Elf aufgestellt, hätten die abgebaut gegen so einen starken Gegner. Und das wollen wir ja auch nicht, oder? So, nationale Transfers. Piszczek wechselt zu Hoffenheim für 1,2 Millionen. Das ist ja sehr viel Geld, Freunde. So viel möchte ich auch mal ausgeben dann. Also das wäre echt, ist echt nicht viel, das muss man dazu sagen, ne? Gut. Wenn wir das aktuelle System beibehalten. Nein, wir gucken erstmal die Taktik an. Ich will meine Taktik ja lassen. Wenn ich jetzt wieder den Assistenten das machen lasse, habe ich nachher wieder die Scheiße am Schuh. Und das will ich nicht. So. Stellen wir erstmal unser Team so weit auf, wie es wieder sein muss. Ja, man sieht, dass die Jungs bauen dann automatisch ab. Und die können da ja nichts für, ne? So, Viteritti. Spajic kommt rein. Müller auf die Bank noch. Nochmal. Oder? Na komm. Der ist ja wieder fit, der Meier. Förster auf die Bank, Ziegenbein.
Zickert 58, Putze. Putze würde ich, glaube ich, mal drin lassen jetzt, das nächste Spiel ruhig, oder? Nee. Wir bleiben bei Zickert. Ja, dann haben wir unser Team doch so bald, so wie möglich, ne? Ziborra noch wechseln gegen Baude. Ja, so passt das doch. So würde ich das wieder machen. Gut, Skarke ist dann hier, Putze. Jeschke. Gut. Kann ich auch ihn rausnehmen. So. Sehr schön. Das passt. Sieht gut aus. Mal noch mal ins Blickfeld rein. Irgendwie macht mir das immer noch so ein bisschen Sorge. Weil ich halt am liebsten jetzt gern noch jemanden für die nächste Saison haben möchte. Wir gehen jetzt noch mal hier rein in die Spielersuche. Wir werden jetzt mal nicht hier meinen, wir sind der Meister vom Sonstwen. Ich mach mal eine gute 31 auf eine 59. Weniger als ein Jahr realistisch. Kann man dann ruhig mal machen. Gucken wir uns das mal an. Martin Wingard, den kennt auch keiner, denke ich mal, oder? Wow, was die so verdienen. Das kann man ja auch nochmal extra nochmal versuchen einzustellen, das Gehalt. Können wir ja mal ab 5000 machen. Bis 100.000, ja. Bis 50.000, nee, das ist auch blöd. Bis 100.000. Fangen wir mal hier unten an. Nee, wir machen immer erst nach Talent. Dann gucke ich mir das erstmal hier so an. Okay, Nauber, der ist ja auch nicht schlecht. Erb, Pulido. Dann gehen wir mal nach dem Alter. Tim Buchmann, wir spielen mit keinem ZM. Aber manchmal können die Jungs ja auch gut auf DM spielen, weil der hat ja auch nur ein Zweier-Talent. Okay. Ja gut, dann machen wir es auf 2,5er. So, Leon Heine haben wir hier. Rubinian Linder, der sticht mir immer noch ins Auge. André Starzev auch. 42.000 verdient er. Den werde ich mal scouten. Den setze ich jetzt auch sofort hoch. Über den Nimčević oder wie der heißt. Weil ich das wissen will, was der hat. Das wäre vielleicht einer, den wir ablösefrei holen können für die nächste Saison. So, Suche. Das war doch nicht meine Suche gerade. So. Der hat nämlich ein 6er-Talent, da ist was rauszuholen. Haben wir noch so einen hier? Kamil Waldoch. Pulido. Jetzt machen wir es noch ein bisschen anders. Jetzt gehen wir mal in die 64 rein. Da kommt gar keiner mehr. 63. Haben wir nur Sebastian Glasner und der ist mir jetzt auch ein bisschen zu alt. Gut. Nochmal zurücksetzen. 65. Realistische Transfers. Einfach mal so jetzt. Was haben wir? Ja. Ja, natürlich holen wir uns jetzt einen Giulio Baptista ran. Wir stellen das hier nochmal ein mit dem Gehalt. Das macht richtig Spaß gerade wieder. Ja, da kommt gar keiner, ist klar. Woran liegt denn das jetzt wieder? Hier an die 65 wahrscheinlich. So. John Patrick Strauß. 37.500. Ist auch ein Defensiver, 20 Jahre alt, Stärke 62, auch nicht schlecht. Klingt bei Herzi. Flessers Zeitz. Was denn mit Manuel Zeitz? 80.000. Das wäre auch einer für uns, Freunde. Den könnten wir uns auch verpflichten. Der geht mit 105.000 los. Also für nächste Saison sind die schon einige Jungs bei, wo man sagen kann, ja, warum nicht? Okay, Glockner, den kenne ich auch noch. Was ist hier noch? Klingbeil, Fink, Lejean. Ehemals Aachen, Alf Minzel. Nick
Marco Herzi Kaminski. Wir erstmal weiter. Sollen die den Jungen mal scouten und dann, wenn der Sechser-Talent für uns ist, das ja eigentlich top, ne? Wenn er jetzt auch nicht so viel verdient. Müssen wir schauen bis zum Deadline-Day, dass sie den bis dahin gescoutet haben. So. Auf eine 10. Der hat eine 61. Okay. Das sieht gut aus. Jawohl. Man freut sich auf die Zusammenarbeit. Udo Okai auf 4. Wow. Wow. Der kostet aber 416.000. Vielleicht können wir uns den ausleihen für die neue Saison. Das würde ich machen. Aber erstmal gucken, wie gut er ist. Erstmal hier. Nochmal reingucken hier. Erste Mannschaft. Baba Jay hat eine 50. Ich kann ihn eh nicht nächste Saison in der ersten so einsetzen, leider. Chibora. Die werden beide in der zweiten spielen, denke ich mal, oder? Ich verleihe einen davon. Aber Baude auf jeden Fall mit einer 63 und dann hier die 61. Da können wir ja mal schauen in den Statistiken, wenn wir in die dritte Liga gehen. Wie so bei den Mannschaften gucken. Was da die Rechtsverteidiger so für eine Stärke haben. Stenzel eine 70 hier geschätzt. 65. 60. 60. 60. Ja, also ich denke mal, den können wir uns auf jeden Fall ranholen. Den Typi da. Starzef. Kaufangebot. Saisonende. Ja. Denke mal, das geht klar. War doch 61er Stärke, der ist 22. Das macht Sinn. Das wäre einer für uns, Freunde. Das wäre echt einer für uns. Da können wir sagen, ja, warum nicht? Das wäre echt geil. So. Der Vertrag läuft aus. Der ist mit 70.000 angesetzt. Eieieiei. Okay. Du wirst in der Regel... Ich gebe ihm... Ich kann ihn nicht Stammspieler direkt geben. Ich sag ihm das hier. Dann werde ich erstmal... Ja gut, das Handgeld von 17.000. Wir müssen hier runtergehen. 55.000 finde ich okay. Geben wir ihm einfach die 18.000, das ist nicht schlimm. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt Stammspieler gebe, ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich kann ja switchen zwischen ihm und Baude. Ich denke mal, aus dem ist was rauszuholen. Der hat eine 61. Dann gebe ich ihm auch ein Jahr. Ich weiß nicht, aber beim Abstieg kann er gehen. Komm. Komm, wir probieren das. Schauen wir mal, dass das wird. Akzeptiert ist schon mal. Scouting abgeschlossen. Ich hoffe, dass der Deadline den Day uns das nicht kaputt macht. Die Jungs sind wieder in der Jugend. Sehr schön. Gut, also Baba Jay. Er hat unterschrieben. Müller hat unterschrieben. Neumann hat auch unterschrieben. Was ist mit Weißenbacher? Ich gebe denen keine 55.000. Ja, das passt. Nächste Saison. Zweite Mannschaft. 3 Jahre. Gut. Das passt. Hier noch irgendjemanden? Wir können wieder nach Hause. Hier ist noch ein Keeper, 31er Stärke, 15 Jahre alt. Hat jetzt schon eine 31, dann kann er für ihn und er kann dann gehen. Für uns auch gehen. So. Ja, dann passt es doch. Jetzt soll ich mit den Jungs wieder reden? Machen wir natürlich, ne? So wie immer. Du hast gut trainiert. Weitlich auch. Komm, wir machen weiter. Gleich ist Deadline Day, Freunde. Burnisch wechselt von, also Burnic wechselt von Dortmund zu Evergrande.
Ostschulek zu Hoffenheim, genauso wie Piszczek. Und Starzew, sehen wir hier, wechselt noch ablösefrei vor dem Deadline Day. Wie geil ist das denn, Freunde? Wir haben einen für die neue Saison. Das ist geil. So, dann starten wir mal. Borja Lopez haben wir hier schon. Oh, da ist Manström wieder. Guckt mal. 95.000 Gehalt. Winkelmann. 53. Als ZOM. Nico Mau. Da wissen wir nichts wieder. Es ist geil. Winkelmann. 18.000 und 24.000 Gehalt. Als ZOM eine 53. Aber das Talent. Nee, davon werde ich mir keinen anlachen. Vielleicht kommen da ja noch welche. Wir machen das mal ein bisschen schneller. Borja Lopez wechselt zu Burnley. Johannes Eggestein wird ausgeliehen zu Dijon. Sally Özcan. Luca Vido, also es sind Jungs dabei. Die werden alle verliehen. Das sind ganz junge, nicht mal Anfang 20. Brian Oviedo wechselt auch. Und da war jetzt keiner bei für uns. Springen wir mal in die Nordost. Kehrer 925.000 wert, Skarke 140.000 und Zickert 95.000. Sehr schön, das freut mich. Dann sind wir auch am 1. Januar. Sehr schön. So, Wechsel gab es hier. Jena hat Chahed verpflichtet. Dynamo hat Fischer und Lahn geholt. Meier wechselt zu Jena. Also die haben ordentlich hier alle aufgestockt, so ein bisschen. Wow, schön. Gut. Und wir haben einen Sponsorenvertrag, wo wir ein bisschen mehr Geld haben. Und dann klappt das. So, Weißenbacher hat auch akzeptiert. Mehr machen wir jetzt auch nicht. Komm. So. Gucken wir erstmal. Scouting abgeschlossen von Nimčinović auf 6. Wacker Berry auf 7. Haben wir hier noch was abgeschlossen gehabt? Auf 10, da. Eine 59 mit 19, 61, wow. Und der Marktwert ist gesunken. Das ist ja geil. Können wir den jetzt schon ausleihen? Für die neue Saison geht das? Ja. 61, ich würde das machen, Freunde. 95.000 aber Gehalt. Warten wir noch, wir warten noch. Oliver Till, oder Till, wie das auch ausgesprochen wird, verlängerten Vertrag. Kovic auf eine... Wow, der hat eine 57 mit 18. Alter Schwede. Den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, Weißenbacher hat auch akzeptiert. Sehr schön. Starzev kommt zu uns. Kommt ablösefrei. Kann sowohl links auch als Rechtsverteidiger spielen. Das ist sehr schön. Er ist 6er Talent, aus dem kann man was machen. Super Transfer, würde ich jetzt selber einschätzen. Gucken wir mal, zukünftige Wechsel. Er ist auf eine 60. 22 Jahre alt, passt perfekt rein. Sehr schön. Super, also ich muss sagen, die Winterpause ist echt gut verlaufen, so muss man sagen. Sehr schön. Udo Urkay, würde ich sagen, werden wir in der neuen Saison ausleihen, wenn das passt. Ansonsten entscheidet ihr, ob wir das schon machen sollen. Ich höre auf euch, ihr wisst das. Ich mache das mit euch gerne ab. Gut, dann haben wir das nächste Spiel jetzt gegen Viktoria Berlin. Das nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Hier ist wieder einer weg. So. Müller hat Trainingsziel erreicht. Sehr gut. So, Müller hat auch, der andere Müller, Trainingsziel erreicht. Sehr schön. Also es läuft ja wie geschmiert. So. Scouting abgeschlossen. André Day auf 8. Gut. So, Matuvia haben wir gar nicht drin. Der kommt doch rein. Ja, sehr schön, das freut mich doch. Dann sprechen wir kurz noch mit den Jungs hier, wenn das geht. Ich will nur Positives sagen. Auf eine 29.
Skarke kannst du auch sagen, soll sich noch verbessern. So. Er legt Wert auf Gespräche. Dann gib ihm Training alles. Spalch, du hast gut trainiert. Knechtel auch. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part, dem Spiel Victoria Berlin. Wenn es endlich wieder losgeht mit Textmodus, Freunde. Also bis gleich. Ciao.